Wenn man in eine Mär eingehen möchte, muss die erste Frau was davon wissen, obwohl man weiß, dass sie dagegen ist? Hey, eine ganz schlaue Frage. Sie will wissen, ob sie das Land verlassen soll oder nicht. Also es ist so, dass wenn ein Mann eine zweite oder dritte oder vierte heiratet, es ist keine Voraussetzung, dass er seiner ersten Frau davon berichten muss. Aber die Gelehrten empfehlen das, weil es sonst zu einer was kommt? Zu einer Fitna. Zu einer Fitna, Schaban. Ja, deswegen empfehlen die Gelehrten dieses. Und wir haben das gesehen. Und ich möchte hier vielleicht nur ein, zwei Wörter hinzufügen, liebe Geschwister. Ich sage immer den Männern, sie sollen ein Mann sein und das ihrer Frau sagen. Weil was wird passieren? Die Frauen sind nicht dumm. Wenn sie sehen, dass du nach Hause kommst, während du gut gelaunt bist, lächelnd reinkommst, dann weiß sie, irgendwas stimmt nicht. Und sie sind nicht doof. Sie wissen ganz genau, was gerade passiert ist. Insofern, was wird der Mann tun oder was wäre eine große Gefahr für ihn zu tun, wenn er eine zweite heimlich geheiratet hat? Zu lügen. Manche Männer lügen, ja, weil sie Angst haben vor ihrer Frau. Die wissen, die Frau ist in der Lage, sie abends abzustechen. Das wissen sie. Deswegen lügen sie. Und daher, Achua, sollten wir so etwas nicht machen. Ein Mann sollte ein Mann sein, auch wenn es schwerfällt in dem ersten Moment, wenn er eine zweite heiraten möchte, Allah hat es ihm erlaubt, oder? Aber mit was? Mit Bedingungen. Die erste Bedingung ist, dass er finanziell in der Lage ist. Und sie muss nicht vom Jobcenter leben müssen. Das ist ihre Entscheidung. Wenn sie will, das ist ihre Sache. Aber wenn sie nicht will, dann muss sie nicht. Und die zweite Bedingung ist, dass er gerecht ist. Diese Bedingungen müssen erfüllt werden. Und dann ist es ihm erlaubt, eine zweite oder dritte oder vierte zu heiraten. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.